Lepomentas ist ein Pokémon mit den Typen Boden und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Poppons. Lepomentas ist ein schwarzes Pokémon, dessen Körper aus Schlamm gefertigt ist. Wenn es nass wird, schmilzt es, weswegen es bei Regen mit seinen Psychokräften eine schützende Hülle um seinen Körper formt. Es besitzt zwei kleine Füße und zwei Hände, deren Form einer Rassel ähneln und die nicht an seinem Körper befestigt sind. Sein Bauch ist mit zwei weißen Kringeln verziert, in deren Mitte ein hellgelber Punkt zu sehen ist. Außerdem schießt an diese eine kurze, nach unten gerichtete Linie an. Eine solche Form ist ebenfalls auf dem Rücken zu erkennen. Der Kopf ist ein riesiger, breiter Tropfen. Rings um den Kopf herum befinden sich rote Kreise, in deren Mitte jeweils entweder eine Linie oder ein Punkt zu sehen ist. Diese sind durch eine lange weiße Linie, welche um die obere Hälfte jedes Kreises verläuft, verbunden. Auch befinden sich zwischen jedem hellgelbe Noppen und in seiner Shiny-Form sind die roten Kreise gelb gefärbt. Lepomentas ist ein Pokémon, welches sich vor allem durch seine defensiven Fähigkeiten auszeichnet und somit sehr robust, sowohl gegenüber speziellen als auch physischen Attacken ist. Ferner greift es an, indem es mit der Attacke Psystrahl oder mit Hyperstrahl Strahlen aus beiden Händen schießt. Allgemein erlernt es gleichermaßen Attacken verschiedener Schadensklassen und ebenfalls verschiedener Typen. So schadet es dem Gegner durch die Bodenattacke Erdkräfte, mit der es den Boden erzittern lässt oder indem es mit Sondersensor unsichtbare Kräfte einsetzt. Außerdem besitzt es die Fähigkeit Schwebe, welche es vor Bodenattacken und Veränderungen des Bodens schützen. Lepomentas war anfänglich eine aus Schlamm gefertigte Puppe, die vor 20.000 Jahren von primitiven Menschen in einer antiken Zivilisation hergestellt wurde. Mysteriöse Lichtstrahlen hätten es zum Leben erweckt. Man sagt, es sei eine Nachbildung von etwas, was aus dem Himmel erschien. Durch sein Material schmilzt es, sobald es nass wird, und bei Regen schützt es sich, indem es sich von einer Hülle aus Psychokräften umgibt. Im Kampf schießt es Strahlen aus beiden Händen. Dabei ist Lepomentas der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 36 aus Poppons. Das vorher kleine Beige-Pokémon gewinnt durch die Entwicklung das Vierfache seines Gewichts und das Doppelte seiner Größe hinzu. Der Körper wird schwarz und die vorher rote Musterung wird weiß. Statt einem spitzen Fuß hat es nun zwei kurze. Auch die länglichen Arme bekommen eine kurze, kugelige Form. Der Kopf des Pokémon wird breit und ist rundherum mit roten Kreisen geschmückt, welche vermutlich Augen sein könnten. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Elektroattacken und durch seine Fähigkeit Schwebe auch immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Gift, Gestein und Psychoattacken und doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Wasser, Pflanzen, Eis und Unlichtattacken, die restlichen Typen nach normalen Schaden.